Hi Creeper, möchtest du mich in die Luft sprengen? Ja, das möchtest du, mein Freund, ne? Ja, erstmal schön verziehen die Maus. Jawoll! Monster Hunter freigeschaltet, so. Ist meine Erfahrung aufgesammelt. Wo ist Herbert? Da ist Herbert. Hast du Weizen? Ich hab Weizen, aber soll ich nicht das Ding machen mit dem Weg führen? Ja, du kannst auch Weg führen. Wo müssen wir hin? Die Richtung. Ja, bis minus 258. Alter Herbert, du bist so ein Spasti. Ich hätte dich ja Lisa genannt, aber so soll ja das Kind heißen. So. Guck mal, das ist Spinne, aber hier kann mir nichts tun. Ja, warum machst du es fein, Herbert? Sicher du nur meinen Rücken ab. Ich guck mir mich Herbert die ganze Zeit an. Du musst vorlaufen, ne? Ja, warte mal. Minus 258. Also bist dich du scheiß Schaf. Ich will nur Herbert. Und der folgt mir natürlich wieder nicht, ne? Komm mit hier! Du Drecksko. Hätte ich beobachtet ein Skelett, also obwohl, Herbert juckt das nicht. Komm Herbert. Ich hörte mal eben das Skelett. Tu das. Ich mach den Kampf mit Herbert. Komm Herbert. So 400 Meter laufen. Chris hat geschissen. Lass links rumlaufen, den kleinen Bogen. Um den Wald. Ja. Weil im Wald ist das richtig noch schwerer. Und kill da vorne mal, wenn du fertig bist, kill da vorne mal die Schafsherde. Ich will die nicht mitnehmen. Nee, du musst ein bisschen weiter rechts laufen. Okay. Also einfach meine politische Orientierung folgen. Oh, Alter. Ich töte natürlich auch die Schafsherde, damit wir Fleisch haben. Ich hoffe, das nimmt keiner ernst, ey. Hat jemand echt mal, wie wenn rechts. Das ist schlecht. Na, egal. Nach dem Satz sollte man dann ja schon jetzt gecheckt haben, dass es nicht so ist. Das wäre sonst ziemlich bitter. Nicht mich schlagen. Herbert! Nicht in das Loch fallen, du fettes Stück Scheiße. Guck mich an. Hier ist dein Leib und Gut. Ich geb dir Futter. Ich geb dir deine Lust. Ich geb dir deine Lust. Ja. Ich bin Katja, bla bla bla, wie sie heißt. Oh Gott, hör auf. ja. Ich muss sie ihn bringen. Gut, wobei, das macht keine Lust. Nee. Also Herbert. Komm, Herbert, du bist geiler. Dich würde ich mich schön in die Fresse ficken. Oh, jetzt will ich mal so machen. Reg dich. Ich habe doch letzte Folge schon gesagt, dass ich auf Sodomie stehe. Herbert, du kommst jetzt hier hoch, du bist eine schlaue Kuh. Hust. Hast du schon mal ein Schwert gesehen? Herbert, schieb deinen fetten Arsch jetzt hier hoch. Oh, hier ist mehr. Ja, schon mal rüber. Herbert. Du Hurensohn, jetzt geh da hoch. Komm, du Hurensohn. Dankeschön, guck mal vor uns, Hörter. Vor uns, Hörter. Ja, Herbert Hurensohn heißt er. So, ich lauf vor, du schiebst an. Ja, wir können doch. Ja, wir müssen darüber. Okay, alles klar. Du schiebst den Wichser an. Sieht so geil aus. Alter! Das sieht lustig. Du bist kein Sodomist. Ja, ja. Stimmt, du bist. Nee, du bist Nekrophil. Das muss aber keiner wissen. Achso, aber der Pedo bist halt ist okay. Alles klar. Über alles reden, aber nicht über Nekrophilie. Achso, Nekrophilie, nie. Ich schaff mal kurz die Tote. Tot. Ey, du musst mal eben hier. Hi Zombie, da hinten im Wald lauert ein Zombie auf uns. Den boomst du ja, ne? Ich laufe ein bisschen weiter unten lang. Ich laufe hier unten, ne, durch den Wald. Frauen sind okay, aber ich mach's mir mit der Hand.
Ne? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob du auch eine Meinung dazu hast. Lol, hier ist ein, hier ist ein Erdloch. Ja, ja gut, du machst wahrscheinlich auch, du betrügst wahrscheinlich auch deine Rechte mit deiner linken Hand, ne? Andersrum. Okay, andersrum. Der gnädige Herr. Komm, Warnsohn. Was sind wir eigentlich jetzt? Minus 70. Wir müssen wahrscheinlich da in die Richtung weiter, ne? Jo. Wir laufen durch die Wüste und uns ist kalt. Ja, da kommt bald. Shelter vorbei. Wolltest du gerade hier Trader Park 257 das Teil machen oder was? Einmal die Mischung aus beiden. Trader Park und 257 erst. Das ja. Ist der Ja. Ey, wir können die Dinger hier gut mitnehmen, um Zombies fernzuhalten, ne? Die Kaktussen. Heißt das nicht Kartier? Nein, ich meinte, ich guck mal diese Kaktusse. Welche alle? Künstler. Der Bibi schaffen? Das sind Hurensöhne. Hurensöhne, ah ja. Warte mal, wie weit bist du gelaufen? Bis 258. Schieb die Kuh wieder auf der anderen Seite, du Pisser, Alter. Oh, oh. Boah, sie folgt mir so schön und dann kommt der kleine Wichser. Hier, Herbert, Hurensohn. Herbert Hurensohn. Ich hab auch Hurensohn, hat der gehört. Herbert Hurensohn und Kevin Arschloch. Nee. Vor allem die Schafe, ne? Die hören perfekt um, die will ich nicht. Komm, Herbert Hurensohn, sehr schön. Ich hab mittlerweile von Schafen schon 17 Fleisch wieder. Ich 9. Und ich hab noch rohes Schweinefleisch, 8 Stück. Hm. Ja, und jetzt bitte ein vernünftigen Deutsch. Stück. Hier, Herbert Hurensohn. Ja. Ja, ich habe am Ende des Tages so viele Tiere getötet, dass wir damit erstmal lange rauskommen. Komm hier, Herbert Hurensohn. Na, ja. Boah, Herbert. Boah, letzte Folge weint der Wichser wegen Herbert. Und die Folge kommt Herbert einfach nie in eine Pötte. Lass Herbert in Ruhe. Nee, Kevin ist cooler. Der hat's überlebt. Er hat um sein Leben gekämpft. Der hat Ehre. Spaß, die Alter. Siehst du, der bleibt einfach mitten auf dem Weg stehen, der Pisser. Jetzt rührt er sich einfach um. Ja, ich geb dir Fressen. In der Natur gibt dir kein Fressen. Du beleidigst ihn und er geht einfach um. Ach komm. Ich weiß, Karma ist eine Hure, aber du kannst mir jetzt nicht ficken. Gib doch jetzt Gas, du Wotze. Du Wahnsinn. Guck mal, wo man so hört, hab ich da. Ich sag, wo ist und der kommt. Ja, wir haben die Grenze erreicht, ne? Hä? Ja, wir sind bei 257 hier. Ja, dann müssen wir jetzt bei 100 noch was. 100? Oh, dürfen wir weit nach rechts gehen. 161. Oh, dann haben wir aber einen weiten Weg vor uns. Ja, und Herbert bleibt einfach mal wieder stehen. Ich denke mal, danach wird das hier noch dauern. Wir müssen als einmal durch die ganze Wüste durch. Jetzt bewegt dein Arsch nach vorne und ich dachte, er sich versucht irgendwie dich anzupeilen, weil du ihm nicht beleidigst, wie du ihm seinen Namen gegeben hast. Über diese Herbert, der meint das gar nicht so. Herbert ist ein Hurensohn. Mach mal die Kakteen da weg, weil ich will genau straight rüber. Der ist froh, dass er dich hat, Herbert, weil... ja, ich geb ihm Fressen. Deswegen soll er immer hinne machen. Ich geb den Fressen, ich geb den Sex. Ich geb den Kinder. Gut, das ist kein Argument, aber manche stehen vielleicht drauf. Ja, ich meine, wer auf Selbstmord steht, kann auch Kinder kriegen. Alter, alles klar. Was klingt aus diesem Satz? Wer Kinder kriegt, ist suizidgefährdet. Alles klar. Ey, es wird dunkel, lass mal ein Haus bauen. Wissen wir Bescheid, ich hab... Komm, Erde. Die ganze Erde. Ich mach das Erde hoch, was ich hab, ne? Fertig.
Noch ein bisschen hier draußen. Was wird für ein Dach? Ja. Aber ich mach's mir mit der Hand, Alter. So, 600 Schritte müssen wir laufen. www.ujis.com. Ey, schade. Bauen wir eben noch den Dirt ab, den können wir noch gebrauchen. Ich denke mal, eine Nacht brauchen wir ja noch, ne? Weiß ich nicht. Bei 800, ja? Das ist falsch, wir müssen den Weg. Komm! Herbert! Komm her, mein Freund! Komm, ich mag dich doch! Die Beleidigungen sind nicht ernst gemeint. Weil ohne dich, Herbert, könntest du bald keinen Schuchtelsex machen. Bist du kein Schuchtelsex? Der guckt nur dich an! Geht doch! Jetzt hat er mich kurz anvisiert. Komm! Der findet die schwebenden Erdblöcke so lustig. Ach komm, Süßer. Komm, Schnucki. Nicht in den Kaktus rennen. Nicht in den Kaktus rennen. Rennt der einfach straight auf den Kaktus zu, so von wegen so. Okay. Hast du ihn gar nicht gestört? Warte, ich kriege das OEZ. So, wir müssen hier. So, hier ist 257 und jetzt hier entlang. Ah, komm, abgehen. Aber warte. Bleib mal da kurz eben. Ich guck mal, wo am besten der Weg ist hier. Also am besten wäre. Ja, wir gehen rechts rum. Lass uns rechts rumgehen. Wir gehen rechts rum. Auf dem anderen sind viel zu viele. Herbert! Ja. Komm! Ach, verpiss dich doch jetzt nicht schon wieder! Boah, ist echt eine schwere Geburt. Der Mutter hat die wahrscheinlich auch mit Mühen und Not rausgedrückt. Herbert will links rum. Na, Herbert, wir können jetzt nicht links rum. Sag ihm das. Ja, er folgt mir gerade. Warte mal, ich hab ne Idee. Du hast doch eine Spitzhacke, ne? Wir können das ja mal ein bisschen abkürzen. Gib mir deine Spitzhacke her. Spitzhacke. Du weißt nicht wieder, nur weil ich einmal das Weizen aus der Hand gelegt habe. Ich bin Boss. Mein Gott, ich bin Hitler und du bist ja mein Untertaner. Du läufst jetzt hier durch diesen Tunnel mit ihm. So, da kann er nicht viel fliegen. Komm. Abgehen. Und wir haben noch ein bisschen Sandsteine zu holen. Nicht Sand. Ich mach mal den hier, ne? Mein Gott, der baut da nur was ab. Ist in Minecraft so üblich. Ach Quatsch. Boah, Alter. Diese Kuh. Diese scheiß Kuh. Hast mich jetzt wieder? Sehr gut. Hast jetzt gecheckt, dass ich dir Fressen gib? Ich kann nicht rechtsklick drücken, weil wenn du Herzen hast, dann krieg ich dir erst recht nicht mehr. So, jetzt hier rüber. Stehst halt so besser, Herbert. Und jetzt über die Wüste. Wir gehen weiter, wir gehen nicht den Wald entlang. Wir gehen jetzt überqueren den Fluss und gehen die Wüste weiter entlang. Alles klar. Herbert, wenn du falsch ankriegst und stirbst, ich fick dich. Ich nehme deine Leiche und nimm sie richtig durch. Jetzt kann er natürlich hin. Der kann ihn nirgendwo hochspringen. Das ist natürlich scheiße. Da hat er Schaden gekriegt, aber das juckt mich nicht. Mach ich das? Komm, Schnucki! Hast du gecheckt? Gut. Hast du nur Schaufel zufällig? Ja, habe ich keinen anderen Weg. So nutze, ich mache ja alles weg. Ja, hast du Sand gefarmt, ist gut für Gläser. Brauchen wir auch. Für ein bisschen so, Deko. Wir sind zumindest wieder am Sumpf. Ja. Glaube ich, oder? So, jetzt können wir nämlich hier wieder rechts rumlaufen. Kakteen abbauen. Damit der Hurensohn da nicht reinläuft. Ah, da ist Lava. Komm hier, da vorne ist Lava. Wenn du da reinrennst, Alter. Dann ist der aber sauer. Dann gehe ich nach Hause, gehe in den Game Mode. Ich mach mir gleich erstmal ein Eisenschwert. Ich hab mir kurz vor der Tour eins gemacht.